Wo ist das Vieh hin? Die Beteiligung in diesem Konflikt war mehr als angemessen. Ach, tote Sachen kann ich nicht scannen. Das ist schade. Die Waffe ist gar nicht so mega nice. Aber die ist vielleicht ein bisschen präziser. Mein Leben, Chunk um Chunk. Ich war noch sehr jung, erst 7 Jahre alt, als mir bewusst wurde, dass Menschen Tiere sind. Kluge Tiere, klar, aber trotzdem Tiere. Wenn man uns Essen gibt, essen wir. Wir wollen, dass es gut schmeckt und wir wollen, dass es uns satt macht. Diese beiden Dinge sind am wichtigsten. Manche Leute wollen natürlich noch, dass ihr Essen total gesund ist, wie es die Experten nennen. Und andere wollen, dass es schön aussieht. Aber die meisten wollen sich einfach nur was reinstopfen. Da erblickte das Konzept der Chunks das Licht der Welt. So beginnt die 120-seitige Autobiografie von Fred Blombart, dem Gründer des Nahrungsmittel-Franchise Chunks. Als wenn du noch Zeit hast zu scannen, wenn die dich angreifen. Ja, vor allem wenn die aus dem Schrank gesprungen kommen. Ich kann ja die ganze Zeit nicht mit dem Scanner rumlaufen. Gott, ne. Schon mit Genprobe. Das ist alles so viel wert. Muss ich das verkaufen? Mittelstick? Oh, Geld. Kryptowährung. Der läuft mir auch wirklich überall hin hinterher. In jede Ecke, in die ich gucke, kommt er mir hinterher. Ich glaube, hier ist gar nicht so viel Spannendes zu sehen, oder? Ich guck mich hier die ganze Zeit um. Also richtig spannend ist jetzt nicht. Ich muss gleich kämpfen, Chat. Was nicht zur Fliege gehört, muss sterben. Verstanden. Mein Null ist Medizin. Ja, ja, alles klar. Alter, Vasco! Junge! Steh mir im Weg und block mich. Ey, du bist grad...
ist richtig unnütz, weißt du das? Brauch Munition. Was habe ich jetzt davon bekommen? Nichts. Geld verloren. Ist doch richtig sinnlos, dass ich mit dem eigentlich rede, aber der steht mir immer im Weg. Und dann heult er rum, dass er beschädigt wurde. Ich bin zwar für Kampf programmiert, er ist aber keine Primärform. Kann ich Ihnen was abnehmen? Ja. Du kannst das nehmen. Ich hoffe nicht, wenn ich ihm das jetzt gebe, dass das dann alles weg ist. Vom Wert her. Wie viel kann er eigentlich tragen? Alles? Die ist voll viel wert. So wie du es gerade gesagt hast, klang es schon witzig. Ja, der geht mir gerade richtig auf den Sinkel. Soll mir aus dem Weg gehen. Die Pickwick. Was? Pickwickier? Die Pickwickier. Die Pickwickier, Kapitel 1. Der erste Lichtstrahl, der die Düsternis erhellt und das Dunkel, das die frühen Tage der öffentlichen Laufbahn des legendären Pickwick zu umhüllen scheint, in gleißenden Glanz verwandelt, ging von der sorgfältigen Durchsicht der folgenden Einträge in den. Du wirst mir nicht erzählen, dass das ein Satz ist. Das Erstlingswerk von Charles Dickens handelt von einem Mann, der eine Gesellschaft gründet, die das menschliche Leben durch das Reisen zu erforschen sucht. Der große Erfolg des Romans machte Dickens schlagartig berühmt und zu einer festen literarischen Größe. Das ist ein Satz. Milch. Oh, Vasco. Wir haben kein Spiegelbild. Du hast die Chit-Dietriche. Barrett und die Crimson Fleet haben ein. BB, Susi. Tina schon überladen? Nö, weil ich gebe alles, was du. Ich bin erleichtert, dass sie nun nicht mehr alles selbst tragen möchten.
Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücken passt und lass ihn einrasten. Du kannst den Schlüssel nur einmal nutzen. Hier lag er sogar in Dietrich. Diese. Ja, oh Susi, war das bei dir auch so? Vasco rennt mir immer ins Bild. Und dann, immer dann, wenn ich schieße. Und dann heult er rum, dass er beschädigt wurde. Hey, Vasco. Oh, er regt mich jetzt schon auf. So. Du weißt, dass ich von dir rede. Also du kennst das Problem, ja? Okay. Vasco ist richtig anstrengend. Ein neuer Anfang. Ich kann es gar nicht glauben, ich habe die Stelle. Die Abteilung für Xenokriegsführung der United Colonies ist nun offiziell. Ich will gar nicht wissen, gegen wie viel Bürokratie sie bei Mast ankämpfen mussten, aber das war längst überfällig. Ist das wichtig? Vielleicht können wir ihn später verschrotten. Naja, das Problem ist, er trägt halt meine Sachen. Also, ich brauche ihn ja irgendwie schon, aber... Der soll mir einfach aus dem Weg gehen. Im Kampf. Ich glaube nicht, dass das hier wichtig ist, oder? Riesige Weltraumhummer. Kommen wir vielleicht noch 2, 3 Kupfermünzen? Apropos Münzen. Ihr könnt bei mir im Chat Taler sammeln. Durch Zugucken. Und wenn ihr irgendwann genügend Taler gesammelt habt, dann können wir da auch so Spielchen mitmachen. Hier liegt Munition. Ich fürchte, wir müssen gleich wieder... Warte, wo sind wir hergekommen? Müssen wir lang. Es ist unglaublich...
Ja, nee, nicht die Taler unten. Keine Kanalpunkte, ganz normal. Ich habe angefangen, wieder einen Bot einzurichten, aber der ist halt erst am Anfang und da ist noch lange nicht alles drin, sind noch keine Spielereien und so drin. Aber ihr könnt aktuell quasi wieder Punkte sammeln, indem ihr zuschaut. Luftbefeuchter ist aber auch viel wert. Batterien. Apfelstückchen. Apfelringe! Ei. Hier vorne sind wieder Gegner. Kuchen. Vasco. Mal aus dem Weg, Junge. Ach, es ist anstrengend mit dem. Zur Hölle! Feuer frei! Was, gut? Oh, es. Oh, der regt mich so auf, der Junge. Wirklich. Scheibe schieben, ja. Schießen. Feindliche Aktivität bekannt. Wer, wo denn? Wo schießt jemand? Ist keiner mehr. Wir haben sie verloren. Wen haben wir verloren, Vasco? Oh, Vasco. Vasco, ich werde Albträume haben. Weißt du, Vasco, ich habe heute vielleicht meine erste Nacht mit einer richtig nicen Matratze vor mir. Und wegen dir werde ich Albträume haben. Wirklich. Mikroskop ist viel wert. Das ist unfair. Kommt runter, wenn ihr kämpfen wollt. Der Feind ist wieder in der Nähe. Ich hab natürlich nicht mehr. Hui, was? Oh. Ich habe da unten ja sogar Anzeigen, wo Gegner sind. Das sehe ich jetzt erst an dem Kreis da links. Ich ziele auf ihren Schwerpunkt. Vasco, du machst gar nichts. Wirklich, Vasco. Ich ziele da drauf. Ich wurde beschädigt. Geh einfach und geh mir aus dem Bild. Der macht mich richtig wütend. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber der macht mich richtig. Böse Pech, dass die Erkundung so viel Blut fordert. Willst du noch mehr? Ich erfasse keine verdächtige Aktivität. Nee, Vasco. Ich wiederhole mich auch, indem ich 12.000 Mal Vasco sage, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Okay, einfach.
Geh mir einfach aus dem Weg. Lass dich völlig unter Kontrolle. Der, also... Oh, das war mein Anteil. Ja, nimm Vasco. Gebe ich dir. Mein Anteil. Wie gesagt, das Problem ist, ich brauche Vasco, weil Vasco trägt mein Zeug. Aber mehr... Wir sind abgehauen. Dich. Ich habe dich zuerst angeschossen. Och, Chat. Wirklich. Definitiv ein Grund, das Spiel nicht weiterzuspielen. Dieser Vogel. Geh aus Bild, Junge! Du musst nicht alle. Du musst nicht alle. Einfach gutes Personal zu finden. Nee. Der ist so ein richtiger Praktikant am ersten Tag, weißt du? Vasco, nee, du, Nico. Das ist Sabotage. Vom, aber richtige. Oh, was ist das jetzt hier? Was, ich kann hier herstellen. Heilt ausgerenkte Gelenke. Oh, wir haben übrigens, wir hatten doch ein Level-Up. Wir haben ein Level-Up, warte mal. Julia ist ja schon Level 2. Wie deine drei Mitspieler in DBD, wenn du alleine spielst? Ja. Aber ganz... Nee, ich glaube, Vasco ist schlimmer. Hallo Satan, willkommen zurück. Gibt's Abendbrot bei dir? Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihe darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Technologie. Forschung. Achso, das ist... Ah, das ist jetzt schon freigeschalten, weil das haben wir am Anfang ja gewählt, ne? Und ich kann jetzt das ja noch nicht skillen, weil ich die Herausforderung da unten links noch nicht abgeschlossen habe. Also kann ich mit meinem einen Punkt ja jetzt eigentlich noch gar nichts machen. Beziehungsweise ich könnte das hier quasi entsperren, oder? Hallo Owen. Willkommen, schönen guten Abend. Korrekt, okay. Medizin finde ich immer gut. Warte, was haben wir hier noch schon? Noch gar nichts anderes. Boxen, Fitness, doch Gewicht heben. Oh, wir müssen uns vollpacken. Und dann rennen, Chat. Dann können wir 10 Kilo mehr tragen. Klingt richtig. Okay. Ich merke, Owen, du spielst es auch. Oder hast du schon gesehen bei anderen?
Lass uns mal, wir holen jetzt aus Vasco, aus unserem lieben Freund Vasco, holen wir jetzt Zeug raus, packen das bei uns wieder rein, dass wir 75% Gewicht tragen, also von dem, was wir tragen können. Und dann rennen wir ein bisschen. Ich weiß nur nicht, ob das hier drin gerade Sinn macht. Das machen wir lieber dann draußen, wenn wir wieder auf dem Planet unterwegs sind. Vollpacken ist doch genau deins. Ja, meins ist 110% tragen. 75, Julia, 75% gibt mir noch nicht viel. Okay, wir können gerade quasi noch nichts. Also ich könnte jetzt hier neue Sachen freischalten, aber will ich das? Ich weiß, bin mir noch nicht sicher, was ich machen will. Obwohl, mehr Sauerstoff. Aber bisher hatte ich immer Sauerstoff. Berühmt, dass auch andere so lange überlegen. Spiele selber und guck manchmal nebenher anderen zu. Ah. Aber da bist du sicherlich ja schon weiter als ich. Ich habe ja heute erst angefangen, mal ein bisschen reinzugucken. Handeln. Plündern. Ich will plündern. Aber was bringt mir Geld am Anfang? Egal. Ui. Plündere 25 Behälter. Ich glaube, diesen Skill werden wir als erstes auf Stufe 4 haben. Dann bin ich etwas weiter, aber ich bin etwas langsam, weil ich noch nicht genau weiß, was ich machen will. Ich habe auch keinen Plan, was ich hier mache, Owen. Ich mache einfach. Ich mache einfach. Ich weiß nicht. Vasco regt mich richtig auf. Das wirst du vielleicht gleich merken. Vasco triggert mich ein bisschen. Hier waren wir doch. Uns will jemand die Beute streitig machen. Damit müssen wir lang. Warte, was ist? Ist da nicht hier hinten auch lang? Hier kommt keiner durch. Weil er so langsam redet? Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob du auch das Problem hast, dass einfach Vasco immer im Weg steht. Immer. Sei es im Kampf. Sei es, wenn du irgendwas looten willst. Vasco steht einfach immer im Weg und dann heult er rum, wenn man ihn aus Versehen abschießt. So ein richtiger Praktikant am ersten Tag. Schlimmer als ein Praktikant am ersten Tag. Mikroskop nehmen wir mit, das ist viel wert. Warte mal. Ich habe jetzt übelst viele Waffen eingesammelt. Ja, er redet wirklich langsam. Das habe ich vorhin auch schon gesagt, aber ich rede nicht so oft mit ihm, deswegen geht das. Mich triggert wirklich nur, dass er einfach immer im Weg steht. Aber die lege ich mir auch mal mit auf Quickslot. Davon habe ich 5 Stück. Muss dann. Ich weiß, dass wir demnächst wahrscheinlich in eine Stadt kommen. Das habe ich bei anderen gesehen. Da muss ich verkaufen irgendwie. Es geht dort bestimmt. Guck mal. Also ich bin auf jeden Fall 75% voll. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen hin und her sprinten, dann kommen wir da auch vorwärts.
Ich habe eine Pflaume mitgenommen. Und rennen. Hui. Kommt vielleicht noch? Ja, gucken wir mal. Ich könnte mich eigentlich auch mal heilen. Ich habe zwar nicht so viel Gesundheit, aber... Ich kann mich hier nirgendwo verstecken, das ist gemein. Gib mir Deckung! Ach, ihr habt Deckung, aber ich nicht. Das finde ich nicht fair.